Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zur Assassin's Creed Origins. Wir müssen jetzt Senne rufen. Denn wir müssen ja das gute Pferd finden. Okay, los geht's. Upsala. Ja, Hermes. Du bist ein braver Junge. Und hübsch. Jetzt verstehe ich auch, was der meint. Er ist komplett schwarz mit Telamine. Was ist so besonders an dir, Hermes? So wie dein Herr über dich sprach, hätte ich fast erwartet, dass du fliegen kannst. Ich weiß nicht, ob ich darüber lachen kann. Ah, klasse, Junge! Du fühlst dich tatsächlich gewaltiger an als alle anderen Pferde. Stark und geschmeidig. Ja, das stimmt. Kann ich gerade nur bestätigen. Ich will den behalten. Oh, ich will den behalten, ey. Scheiße. Erstmal komm, ich bin jetzt gerade hier in der Nähe. Oh. Das muss ich jetzt machen erstmal. Der lässt sich echt richtig leicht reiten. Unbeschreiblich gerade. Richtig schön. Wow. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Na gut, das Pferd bleibt da stehen. Schon wieder ein Löwe drin. Medjay, hilf mir! Ach, dieser Hati. Oh Götter! Ein Beschützer Ägyptens, bitte, wir sind in großer Gefahr! Oh, Praxeus, Ironis! Τον Νίκο μου σώζει. Ευτυχία, ταύτη, ποιούντο σαν τρόπο. Ωρούρετσαν, ομχαζεμές. Medjay, hilf mir. Oh. Du bist Hati, oder? Keine Ahnung, woher du das wusstest. Aber für Ägyptens Zukunft müssen wir fliehen. Wie hast du mich gefunden? Hat der Dienstherr der Spione dich geschickt? Die Liste des Centurios führte mich. Jetzt können wir den nämlich auf das schwarze Pferd legen und dann wegreiten. Geil gemacht. Boah. Hast du die Liste? Die Namen der Verborgenen in der Kyrenaika? Ja. Du und noch ein Agent von Apollodorus überlebten. Ich befreite ihn aus den Baracken von Balagrei. Du hast Ägypten und Apollodorus einen großen Dienst erwiesen.
Amun-Re möge dich belohnen. So, und jetzt können wir uns auf den Weg nach Hause machen und das und Hermes zurückbringen. Aber das Pferd ist echt richtig toll. Der ist richtig schön. Ich weiß nicht, die Pferde, also die Kamele ja ganz besonders schlimm. Habe ich das Gefühl, die sind langsam. Also die Kamele sind sowieso langsamer als die Pferde. Aber die lassen sich auch so schwer lenken, wie so ein Panzer, habe ich das Gefühl. Und die Pferde sind an sich auch so schwerfällig zu reiten. Aber der lässt sich echt wie so eine Fliege, so richtig mühe. Der schwebt förmlich. Kein Wunder, ich hätte mir das Vieh auch wieder geholt. Vor allen Dingen schwarz mit heller Mähne. Sehr schön. Oh, steht er da ganz alleine. Was ist denn da passiert? Hermes, mein Junge! Du hast ihn wirklich gefunden! Da sind wir, Junge. Zurück bei deinem Herrn. Hermes! Du wirst heute das beste Heu und meine beste Stute bekommen, alter Freund. Der Quartiermeister gab ihn dem Centurio von der östlichen Festung. Er wird nicht nach ihm suchen. Diese Festungen, die stehlen uns einfach alles. Ach, was soll's. Wir werden eine Vielzahl an Siegern mit dir züchten, nicht wahr, mein Junge? Hier ist deine Belohnung, mein Freund. Sie ist wohl verdient. Du könntest mir ja wenigstens ein Pferd geben. Morias paraske valsmata du danestin. Reittier. Wir haben tatsächlich ein Reittier gekriegt. Der hat uns einfach mal so einen Gaul geschenkt. Was haben wir denn da gekriegt? Morgennebel. Seltenes Reittier. Dieser Hengst stammt aus den Bergen. Man erzählt sich, dass am Morgen seiner Geburt ein weißer Nebel aus dem Nichts kam und den Stall einhüllte. Ich glaube kein Wort davon. Können wir ja mal eben rufen. Gucken, wie der aussieht. Ja. Mal einmal aufsteigen, gucken, wie er so zu reiten ist. Wo man ja hier jetzt eine Vielzahl an Pferde rausholen könnte. Ich bin so ein Pferdedieb, bin ich, ey. Dich hatte ich hier abgestellt. Aber mir, du hast jetzt auch ein besseres Zuhause. Boah, schön. Wow. Was haben wir hier? Oh. Ha! Der ist ja schön hier. Naja gut. Lass mich gerade ziemlich ablenken. Tod im Wasser und Schmuggler von Kyren. Und dann schnappen wir uns jetzt erstmal tot im Wasser. Oh. Also an dem Pferd ist jetzt nichts Besonderes, aber ja. Kann man reiten. Das sieht aus, als wenn da hinten dieser Turm richtig brennen würde. Aber ich glaube, ist das ein Signalfeuer oder brennt der Turm wirklich? Ich habe gerade keine Ahnung.
Nee, ist nur so ein Signalfeuer. Bitte rettet meinen Jungen. Er ist kein Krimineller. Bedanke, dass du anhältst. Mein Mann war ein Beschützer wie du. Ich schreie mich schon seit Tagen heiser. Es interessiert niemanden. Wo liegt denn das Problem, Nibbet? Mein Titus, mein armer Titus, wird in den Baracken gefangen gehalten wegen Fahnenflucht. Er ist ein Deserteur. Nein, ein Held. Er hatte genug, hat der römischen Armee getrotzt und sich den Rebellen angeschlossen. Bitte, er ist mein einziges Kind und alles, was mir bleibt. Das sehe ich mir an. Keine Angst. Warum nur? Na, da kann ich auch gleich mein Feuerpferdchen wieder rausholen für. Ja, hier wäre am besten hochzusteigen. Aber ich denke mal, hier gibt es wieder die meisten Schwierigkeiten. Na, hier sollte ich vorsichtig sein. Tibiave! Ibi manere! Bist du Titus? Deine Mutter schickt mich. Ja, bei den Göttern. Ich danke dir, Beschützer. Aber Ägypten ist in Gefahr. Ich muss hier raus. Ja, dann komm, folge mir. Nein! Ich wollte gerade sagen. Sie werden mich töten, wenn sie mich finden. Ach komm jetzt hier, schnatter nie rum. Kannst du springen? Ich werde nicht auf römischem Boden sterben. Ich habe ihn jetzt wohl schon raus eskortiert. Warum sperrt die Armee die eigenen Männer ein? Papo hat mich gelehrt zu kämpfen. Aber er glaubte an Ehre und Gerechtigkeit. Der Nauarch der römischen Flotte in Apollonia, Marcellus Asina, plant eine Invasion. Ah, sie wollen Ägypten einnehmen. Ja, darum desertierte ich. Ich werde nicht die Drecksarbeit für Leander und Flavius machen. Wo ist der Nauarch? Auf seinem Schiff. Er patrouilliert zwischen Kyrene und Apollonia. Ihn zu töten, wird die Flotte ins Chaos stürzen. Geh mit Isis, Titus. Ich kümmere mich um ihn. Geil ist, dass das Spiel jetzt... Oh nein. Ultimum Quod. Tentacet. Geil ist, dass das Spiel denkt, dass er jetzt in Sicherheit ist. Boah. Ich brauche ein Schiff und ich klau mir das da hinten. Ich leih mir das einfach mal aus. Wenn jetzt einer was dagegen hat oder nicht, ist mir egal. Ich komme ja auch mit Verbündeten fahren, ne? Obwohl, es ist auf eine Art, ist das scheiße, ne? Jeder greift mich jetzt an. Ja. Jeder greift mich an.
Sein Schiff patrouilliert zwischen Apollonia und der Festung Chersonesos. Wieder einmal am Arsch der Welt. Der schwimmt mir hier direkt da rein, ey. Mein Gott. Neue Region entdeckt. Ach ja, stimmt. Ich bin ja jetzt hier. Oh, Senna, dann mach mal deine Arbeit. Das war natürlich klar. Und da können wir jetzt sehen, wie die Sonne aufgeht. Ja, ja. Snaddei, Bora, Doki, Bora, Bora, ja, hat nicht funktioniert, Leute. Tibiave, Pressures Tultus, non diu! Ego a stand up Tibi Dolor! Sic calque capitis! Da. Da ist viel zu klären zwischen dir und den Göttern. Geschafft. Nächste. Ach, guck mal, haben wir hier schon. Ah, schöne Sache. Genau. Apollonia. Schmuggler. Hinreise. Dem Schwangerschaftstest. Echt geil. Auf die Idee muss man mal kommen. Warum will er denn jetzt Feuerpfeile verschießen? Bayek, hier drüben. Warum so geheimnisvoll, Max? Ach, er schon wieder. Ich habe einigen Schabernack im Sinn, mein Freund. Für dich gibt es Geld und für die Maus ein idyllisches neues Leben. Ein Bauernhof an der Küste, wo ich Hühner und Ziegen halten kann. Aber... Der Mann will eine Riesensumme für die Ausführung, Herr Bayek. Aber Dolus, der gerissene Geist, hat dich geschickt, um bei meinem idiotensicheren Plan zu helfen. Ah, ich vermute, bei diesem Plan geht es um die Römer. Und Schmuggler. Also, willst du mir bei einem letzten Abenteuer zur Seite stehen, Herr Bayek? Warum nicht? Wenn ich sowieso schon dabei bin. Folge der Maus. Erstaunlich, was römische Lippen ausplaudern, wenn man sie mit genügend Wein schmiert. Die Plaudertasche hat mir den geheimen Namen des Schmugglerschiffs verraten. Corvum Nigrum, die schwarze Krähe. Bevor sie anlegen, wirft die Krähe ihre Schmuggelware ins seichte Wasser. Und die Schmuggler kommen ihre Beute später holen. Ja, genau, genau. Wir machen noch einen Piraten aus dir. Klau das Verzeichnis von den Römern. Das wird uns den Weg der schwarzen Krähe in den Hafen zeigen. Ich warte auf der anderen Seite des Hafens. Nicht erwischen lassen, Herr Bayek. Ach so, ja. Verstanden.
Jetzt bloß nicht erwischen. Sollten die Jäger vielleicht zu Gejagten werden? Ich glaube, die haben schon wieder Tiere da eingesperrt. Das ist immer so grausam. Guck mal da. Ach Mann, da muss ich... Das muss ich einfach jetzt machen. Sorry. Huchala! Da habe ich noch. Ich habe da noch einen. Machen wir einfach mal ein bisschen Theater. Lames, Kules! Ape, Dia! Die Unheilung! Sanguinum! As Sepulchrum! Hier sind sie. Die schwarze Krähe und Notizen des römischen Hafenmeisters. Ich geh mal das Fell sammeln. Löwen und andere wilde Tiere sind eine sehr wertvolle Fracht. Vermutlich sind hier deshalb so viele Wachen. Na, der Leopard da hinten ist ja eh noch beschäftigt. So, Maus. Da hinten hin. Der Leopard ist auch noch ein bisschen zu Gang und ein bisschen wirsch. Kann ich wieder Ausrüstung? Nee, noch nicht ganz. Herr Bayek, du kehrst unversehrt zurück. Im Verzeichnis steht, das Schiff kam mit der ersten Flut aus Alexandria. Ah, dann haben sie die illegalen Einfuhren am Schiffswrack östlich von Apollonia abgeworfen. Aber dem Ladungsverzeichnis nach kennen die Römer den Schlüssel. Sie werden auch suchen. Ich habe dich zu einem Piraten gemacht, Herr Bayek. Ein Schwindler der sieben Weltmeere. Ich muss zugeben,
Dieses Vorhaben ist mal wirklich erheiternd, Maus. Es ist schön, dich lachen zu hören, mein Freund. Ich habe ein Treffen bei den Ruinen an der Küste arrangiert. Komm mit der Beute dahin. Bald wird dieses erfreuliche Stück Land mein sein. Warum muss ich eigentlich immer die ganze Arbeit machen und er macht gar nichts? Warte mal, wo muss ich... Oh. Okay. Oh, bitte! Amelison! Leopard ist da hinten auch schön spazieren. Ach, schön, wenn man die ganzen Tiere befreien kann. Ich finde das gut. Oh. Ist das jetzt bewacht oder eher nicht? Wow. Sieht eher nicht bewacht aus. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Da ist noch eins. Da ist noch einer. Und da oben ist noch einer. Dieser Schatz wird der Maus mehr nutzen als den Schmugglern. Maus treffen. Ach da, diese Ruinen, genau, hat er ja gesagt. Irgendein Hinweis? Findet sie, ihr nutzlosen Sackgesichter! Friss das, hey. Du Ratte! Jetzt hast du ein Problem, mein Freund ist hier! Scheiße! Der hat mein Ding abgeblockt. Shit. Ich hab freie Schussbahn! Nee, hast du nicht. Hayek, töte diese Schwindler! Oh, ich habe gerade ein Problem. Das Ziel in Sicht. Dafür schlag ich dich tot. Ich kann ihn treffen. Oh nein, kannst du nicht. Die haben mich gefesselt wie ein Schwein. Dafür lasse ich dich leiden. Jetzt hast du ein Problem, mein Freund ist hier. Noch einer? Nö. Bayek, töte diese Schwindler! Ich glaube, ich habe alle. Nur ein weiterer Lügner und Betrüger. Wohin gehst du jetzt? Kyrene war eine grausame Geliebte, Herr Bayek. Ich werde mich zur Ruhe setzen. Wirst du es vermissen? Römer, die mich auf die Straße werfen? Leute, die in mein armes, verfluchtes Gesicht spucken? Nein. Verwende dieses Geld, um dir deinen Bauernhof zu kaufen, Maus. Ja, das werde ich. Und Wein aus meinen Reben und Käse von meinen Ziegen machen. Und irgendwann heben wir das Glas auf unsere Freundschaft. Ah, das werden die schönsten Tage. Hier, deine Belohnung. Vielen Dank aus tiefstem Herzen, Herr Bayek. Des Menschen Herz ist sein eigener Gott.
Leb wohl, Smintos. Na, meine Lieben. Ich sag jetzt aber auch erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.